Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Heute sehen wir, dass es nun Walisisch als Sprache auf Duolingo nun zu lernen gibt. Ja, für englischsprachige Leute, aber für Leute, die Walisisch lernen wollen, bestimmt kein Problem. Ja, auf jeden Fall, das soll so eine Art so News-Video sein für Duolingo, denn ja, ich will auf jeden Fall immer, dass diese Seite, die natürlich kostenlos ist und auch sehr nützlich, finde ich, ganz, ganz viel Aufmerksamkeit bekommen sollte. Und ja, also ich sage jetzt nicht, dass ich jetzt Walisisch lernen werde. Also um Gottes Willen, so viele Sprachen kann man ja nicht lernen. auf einmal meine ich, da möchte ich einfach nur mal diese erste Lektion machen, weil ich kann kein Walisisch, gar nichts. Also, und da bin ich auch vollkommen unbefangen oder so. Da habe ich keine Ahnung, was es dann ist. Also schauen wir mal an. Wir machen mal nur eine Lektion und dann. Borenda. Okay. Das heißt, Bore. guten Morgen. Okay. Borre da. So eine keltische Sprache. Borre da. Okay, in Beta. Night heißt Nos. 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 Okay, klingt cool. So. Notte, not. Afternoon. Oh, da sind auch die Bilder noch gleich. Also für eins für morgen und das ist wahrscheinlich für den Nachmittag hier. Okay, afternoon steht sogar. Prenhaun. Prenhauen? Prenhaun. Prenhaun. Okay. Hello, Megan. Hello. Hello. Ja, okay. Hello, Megan. Morning. Da, ne? Ne, Bore. Bore. Genau. Nos. Hello, Dylan. Hello, Dylan. Bob Dylan. Anscheinend ist es ein Vorname hier. So. Somehow I'm Megan and Dylan at the same time. Prenhaun da Megan. Okay. Prenhaun da Megan. Prenhaun war Nachmittag. Und da? Ah ja, guten. Ja, da ist was wie guten oder so. Ne? Genau. Borre da war ja auch, bloß ist andersrum. Also. Prenhaun Good da Megan. afternoon, Megan. Okay. Dann hätten wir unsere erste Lektion durch. Und ja, also ich finde, im Grunde ist es halt auch nur in die germanische Sprache und wird man schon, auch wenn es halt ein bisschen weit entfernt vom Wortschatz und so ist, da wird man schon, würde man schon klarkommen. Also eher als Chinesisch oder so, sage ich mal. Das ist ja schon eine Nummer. Ja, auf jeden Fall, ja, das war es erstmal für dieses Video. Also, wenn ihr vielleicht jetzt Interesse auf Duolingo zu lernen, Sprachen lernen bekommen habt, dann ja, schaut auf jeden Fall vorbei, ist kostenlos. Also gibt es auch sehr viele Videos in meinem Kanal oder auch eine Serie, wie ich gerade Russisch lerne, die aber gerade so ein bisschen im Stocken geraten ist, weil ich sehr viel mit Uni zu tun habe und auch nebenbei so halt auf PowerPoint-Folien das so gern zusammenfassen will. Deswegen zieht sich das so ein bisschen in die Länge. Ich weiß, dass es halt, da sollten schon ein bisschen mehr Videos kommen. Auf jeden Fall hier, also sieht man so, was man für Sprachen lernen kann: Niederländisch, Russisch, Esperanto, Ukrainisch und so weiter hier. Kann man alles aufzählen. Und ja, das kann ich so sagen. Habt Spaß mit dem Sprachenlernen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ciao.